Ich habe wieder ein neues Rezept für euch. Und zwar ist es diese Orangen-Käsetorte ohne Backen, die ich vor kurzem auf Facebook raufgeladen habe. Und auf Wunsch gibt es jetzt dazu natürlich das Rezeptvideo. Sie ist wirklich sehr, sehr leicht. Also wirklich überhaupt keine schwere Torte oder überzuckerte Torte. Sie ist sehr fruchtig, leicht und irrsinnig lecker. Und wie ich die gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Beginnen einmal mit der Orangenfüllung. Das ist der mittlere Teil in der Torte, was ihr dann später sehen werdet, beziehungsweise gesehen habt. Dafür brauchen wir einmal eine Orange, die habe ich mir jetzt da schon ein bisschen zurechtgeschnitten. Dann habe ich da einen Teelöffel Zucker. Da muss man wirklich nicht viel hineingeben, weil es sowieso schon süß ist. Also ihr kostet das vielleicht einmal, beziehungsweise dann euren Saft und dann merkt ihr eh. Aber ich finde, ein Teelöffel ist ausreichend, aber kommt auf eure Orangen drauf an. Beziehungsweise auf euren Saft. Ich habe hier 100 Milliliter Orangensaft. Ihr könnt natürlich auch gekauften nehmen, aber ich habe jetzt wirklich Orangen ausgedrückt. Da sieht man noch ein bisschen die Stückchen, aber das passt schon, das stört überhaupt nicht. Und ich hatte halt süße Orangen, deswegen reicht ein Teelöffel Zucker. Und dann brauchen wir 2 Blätter Gelatine. Die werde ich gleich im Wasser einlegen. Falls ihr keine Gelatine benutzen wollt, dann nehmt bitte Agatine, aber ich kenne jetzt das Verhältnis nicht. Ihr macht das einfach nach Packungsanleitung. Ich beginne damit, dass ich mir so eine kleine runde Form genommen habe. Die ist jetzt ein bisschen kleiner als die Form von der Torte, die dann halt wird. Schaut einfach, passt das irgendwie halt an, wie es halt geht, gell? Also ich mache das immer in den Maßen, deswegen weiß ich das schon. Die ist ein bisschen kleiner als meine Form und so machen wir jetzt dann die Füllung. Ich habe da jetzt durchsichtige Folie reingegeben, dass wir dann die Füllung, das ist so geleemäßig, dass wir das dann auch schön rausgeben können. Das heißt, das nehme ich mir jetzt nur meine Orangen und gebe die da einfach hinein, so wie es halt Platz hat. Ihr gebt bitte einfach nur so, dass es mal eine Lage ist. Hoppala. Nein, gut, dann will der, nein, der ist zu klein. So, dann geben wir uns das kurz zur Seite. Meinen Orangensaft gebe ich mir jetzt nur den Zucker rein. Löschen auf. Und jetzt gebe ich mir das einfach nur in die Mikrowelle, damit der Saft schön warm wird, damit unsere Gelatine sich dann schön auflösen kann darinnen. Dann nehmt ihr euch die 2 Blätter Gelatine, drückt gut das Wasser raus, dann gebt ihr die da rein und rührt gut um, dass sich das alles schön auflösen kann. Und dann gießen wir das einfach da zu unseren Orangen dazu. Und jetzt könnt ihr das entweder in den Kühlschrank geben, dass es fest wird, was dann halt ein bisschen länger dauert, oder ihr gebt es in den Gefrierschrank. Nur wichtig ist, dass es wirklich eine gerade Fläche ist, weil sonst wird die Füllung dann schief. Während unsere Füllung jetzt schön fest wird, können wir uns schon unseren Boden herrichten. Dafür brauchen wir einmal 30 Gramm Butter, die werde ich mir dann schmelzen. Und dann brauchen wir noch 80 Gramm Kekse. Ich habe hier diese Lotuskekse, die passen, finde ich, super dazu. Also sie haben so einen leichten Geschmack, wovon ich finde, dass er sehr gut zur Creme und zu den Orangen passt. Also falls ihr die bekommt, dann nehmt bitte die und sonst nehmt halt andere Kekses, nicht? Und von diesen Keksen brauchen wir genau 80 Gramm. Ich gebe mir die Kekse dann einfach nur so in einen Gefriersack und zerdrücke sie. Ihr könnt das natürlich auch mit einer Küchenmaschine machen oder was auch immer ihr halt gern habt. Gebt euch die Kekse dann einfach in eine Schüssel, die Keksbrösel. Dann geben wir die geschmolzene Butter drauf. Jetzt verrühren wir das, damit sich das alles leicht gut miteinander verbindet, verbröselt. Dann werden wir unsere Kekse dann in eine Form geben. Meine Form hat circa 17 cm Durchmesser. Also wie gesagt, bei mir ist es halt eine kleine Torte, aber ich mache generell lieber kleine Torten, weil die dann nämlich
Erstens finde ich appetitlicher aussehen und schneller weggegessen werden, aber das entscheidet bitte natürlich ihr. Gebt mir dann einfach die ganzen Kekse da rein. Und dann verteile ich mir die Kekse einfach überall, die Brösel, und drücke es dann gut an. Der Boden kommt jetzt dann auch in den Kühlschrank, dass die Butter fest werden kann und unser Boden dann fest ist, weil wir dann, wenn wir alles befüllen und so, damit uns dann nichts wegschwimmt. Ich meine, passiert eh schwer bei der Füllung, aber trotzdem, dass es schön fest werden kann und das soll dann so bleiben, wie er leicht ist. Wie gesagt, das kommt jetzt dann auch in den Kühlschrank, weil wir warten, dass unsere Füllung schön fest wird und dann können wir weiterarbeiten. Meine Orangenfüllung ist jetzt fest, das heißt, wir können dann schon unsere Käsecreme machen. Dafür habe ich hier 150 Milliliter Schlagobers bzw. Sahne aufgeschlagen, aber ich habe das jetzt nicht ganz steif geschlagen, also so kurz davor, einfach nur, weil ich das Gefühl habe, dann ist es leichter zum Verteilen dann in der Form, aber das zeige ich euch dann. Dann habe ich hier genau 170 Gramm Frischkäse, dann nehmt einfach den, den ihr sonst gerne habt. Dann habe ich hier 50 Gramm ganz normalen Joghurt und 40 Gramm Zucker. Also für unseren Geschmack ist das genau richtig, aber ihr probiert dann einfach und sollte euch das zu wenig süß sein, dann gebt einfach noch ein bisschen Zucker dazu. Und dann habe ich hier auch wieder 3 Blatt Gelatine. Die werde ich jetzt gleich wieder im Wasser erweichen und ihr nehmt dann, falls ihr keine Gelatine wollt, Agatine und schaut wieder auf die Packung, wie viel ihr halt braucht. Die werden bitte einfach immer einzeln ins Wasser gegeben. Frischkäse gebe ich mir jetzt einfach in eine etwas größere Schüssel rein. Dann gleich den Joghurt dazu. Den Zucker. Und das verrühren wir jetzt einfach gut miteinander, bis sich alles schön verbindet. Dann die Sahne. Wie man jetzt merken kann, sieht man, dass sie nicht wirklich steif ist. Aber das passt dann einfach perfekt. Aber ihr könnt die natürlich auch steif schlagen, wenn ihr euch damit ein bisschen sicherer seid dann. Und das heben wir jetzt auch schön unter. Dann nehmt ihr euch die Gelatine, drückt die bitte ganz gut aus. Ich gebe sie mir jetzt in eine kleine Schüssel und für ein paar Sekunden in die Mikrowelle, bis sie sich auflöst. Jetzt nehme ich mir ein bisschen was von unserem Käse, gebe das da hinein und rühre das glatt. So. Dann gebe ich das einfach da dazu und rühre das auch alles schön glatt, damit sich wirklich alles schön verbindet und dann alles schön fest wird. Jetzt können wir unsere Torte schon zusammenstellen. Dafür nehme ich mir als erstes was von unserer Käsecreme und gebe das einfach auf den Boden drauf. Und jetzt verstreiche ich das schön und verteile das, dass es überall ist. Jetzt geben wir dann unsere Orangenfüllung rein. Also, du musst wirklich fest sein. So, ich hole mir die einfach raus. So, und gebe sie mir dann so halbwegs mittig in die Form. Sieht man das? So sieht das aus. Gut. Und jetzt geben wir dann einfach den ganzen Rest von unserer Käsecreme einfach drauf. Bitte alles benutzen. Und verteilen das überall, besonders da in die Ränder hinein. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt die
Torte mit Orangen oben halt ein bisschen garnieren oder halt auch mit was anderem. Und dann wäre sie fertig, dann müsste sie kühlen. Oder ihr garniert sie mit Orangen und macht dann wieder so einen Orangenguss, so wie ich es halt auch auf Facebook gepostet habe. Dafür gebe ich mir jetzt dann die Torte wieder circa nur für eine halbe Stunde in den Kühlschrank, nur dass sie, sie wird es jetzt auch aushalten, aber ich gehe lieber auf Nummer sicher, gebe sie kurz in den Kühlschrank und dann kommen dann bei mir die Orangenscheiben hinauf und auch noch mein Guss mit dem Orangensaft. Können wir unsere Torte auch schon fertigstellen? Ich werde jetzt da Orangen raufgeben. Meine Lieben, ich habe hier eine unbehandelte, also die Schale ist unbehandelt von den Orangen, also so eine Bio-Orange. Das heißt, man kann die Schale dran lassen. Solltet ihr das nicht haben, dann gebt die Schale bitte runter oder garniert es generell so, wie ihr wollt. Aber wenn ihr das so machen wollt wie ich, da braucht ihr auf jeden Fall hier oben auf jeden Fall für die Deko eine unbehandelte von der Schale. Das sieht man normalerweise beim Einkaufen. Da steht dann entweder Schale nicht zum Verzehr geeignet oder die Schale ist unbehandelt. Das heißt, man kann dann die Schale benutzen. Die anderen waren bei mir jetzt ganz normale Orangen. Aber die zum Garnieren, die ist halt unbehandelt. Weil sonst könnte man die Schale natürlich nicht mitessen. Also wie gesagt, dekorieren könnt ihr jetzt, wie ihr wollt. Lasst eurer Fantasie freien Lauf. Jetzt geben wir uns das dann zur Seite und bereiten noch unseren Saft bzw. Guss her. Dafür brauchen wir wieder Orangensaft. Ich habe hier 80 Milliliter. Ich habe wieder Orangen ausgedrückt. Ihr könnt aber auch normalen Orangensaft nehmen. Was ich euch noch sagen wollte, ihr braucht wirklich viele Orangen dafür. Nicht, dass ihr euch dann nur drei, vier kauft oder so. Ich habe insgesamt, ich habe es nicht nachgezählt, aber so zwischen 8 bis 10 Orangen auf jeden Fall benutzt. Kommt drauf an, wie groß sie sind und wie ihr sie ausdrückt. Aber berechnet das bitte in eurer Einkaufsliste. Dann habe ich hier einen Teelöffel Zucker. Kann man auch weggeben, wenn es euch süß genug ist. Und dann habe ich hier wieder 2 Blätter Gelatine im Wasser erweicht. Den Zucker gebe ich mir jetzt einfach nur in den Saft hinein und löse ihn auf. Dann gebe ich mir das wieder in die Mikrowelle, um es zu erwärmen. Dann nehmt ihr euch wieder eure 2 Blätter Gelatine, drückt die gut aus. Dann geben wir das da in unseren Saft hinein. Und lösen das schön auf. Und zu guter Letzt gießt ihr dann einfach euren Saft einfach drüber. Überall so verteilen. Jetzt könnt ihr dann die Torte entweder für 2 Stunden in den Kühlschrank geben oder so lange, bis das halt fest wird oder auch in den Gefrierschrank oder über Nacht. Wichtig ist, dass es fest wird und desto länger die Torte steht, desto leckerer ist sie natürlich, weil sich dann einfach die Orange schön mit allem verbindet und dann einfach intensiver schmeckt. Meine Lieben, meine Orangentorte sieht jetzt so fertig aus, beziehungsweise meine Orangenkäsetorte ohne Backen. Ich hoffe, mein Video bzw. Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da, vielleicht einen Kommentar, berichtet mir, falls ihr die Torte nachgebacken habt, wie ihr sie findet, wie sie euch schmeckt. Schaut noch auf meinen Kanal durch. Ich habe noch viele andere interessante Rezepte. Falls ihr mich noch nicht kennt, dann abonniert mich. Dann verpasst ihr auch keines meiner neuen Videos. Ich freue mich auch immer sehr, wenn ihr etwas nachgebacken habt, dann könnt ihr mir das auf meiner Facebook-Seite posten. Da könnt ihr mir auch immer Fragen stellen bzw. schreiben, wenn ihr das gerne möchtet. Ich verlinke meine Facebook-Seite, also den Link immer in der Infobox und in der Infobox stehen auch immer die Zutaten noch einmal für alle. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!